Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wie immer in 21 zu 9. Und wir haben jetzt dieses für das Reinigungsritual den letzten von diesen, ich weiß nicht, ob man das als Schrein bezeichnen darf oder sollte, gefunden. Und das eher so ein bisschen durch Zufall, weil ich dachte einfach nur, gut, lass mal hier die Dings die Gegend erkunden, haben ein paar Elektrodinger gefunden. Zwei blaue fliegende Viecher, hat sogar ein Tor geöffnet und so weiter und so weiter. Aber falls ihr die Folge nochmal schauen wollt, das war in der letzten Episode, oben rechts auf das Isobol klicken, dann kommt ihr auf die Playlist davon. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie mache ich das am besten. Wenn das 1 ist, dann hinten links ist 2, was ja komplett in Ordnung ist. Das heißt, das hier kann auch theoretisch die 2 werden, wenn es möglich ist. So, ach, jetzt habe ich leider die C-Taste wieder gerückt statt X. Nun gut, nochmal checken, weil manche Dinge resetten sich immer so. Wenn das 1 ist. Warte, das muss in allen Richtungen spreizen, richtig? Oben links gucke ich gerade, dann muss hier, also muss das 3 sein. Das heißt, das hier muss auch 3 sein, ist es? Ja, versuche ich jetzt mal, oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich hätte vielleicht vor die Puppe legen sollen. So lange denn das ist. Hier, komm näher. Dam-dam-dam. Der blockt das echt die ganze Zeit ab. Also muss ich echt Pause machen. Was aber unser Vorteil ist. Weil ich nämlich nur darauf gewartet habe, bis meine Puppe fertig ist. Ulti wäre natürlich nice, aber reicht auch aus. Ich warte erstmal, wenn die Puppe ready ist. Der soll viel schön drinnen bleiben. Ah, und ich will nicht dabei kassieren müssen, aber. Hat der Tetris gesagt? Eigentlich könnte ich sogar draufhauen. Zack. Schön, dass er eingefroren bleibt. Na. Oh, kommst du einfach nicht raus? Na, doch, einen schon. Zack. Zack, nicht auf die Puppe von Amber. Na komm schon. Ich drücke ganz jetzt schon eh, aber nichts geschieht irgendwie. Ach, jetzt ist es eigentlich schon egal, weil der bleibt jetzt eine Weile eingefroren. Oder? Ah, gut. Der ist scheinbar out of range. Werde nass. Und dann mit dir zu geisten. Das hier. Zack. Jetzt wäre die Ulti besser gewesen. Habe ich nicht ganz richtig eingeschätzt, die Situation, aber. Er wird drauf gehen. Wahrscheinlich soll ohne seinen Charakter verlieren. Und zack. Zack. Jetzt muss ich ablenken. Das letzte Mal mit der Puppe arbeiten. Na, er ist nicht nass. Na komm näher. Put, 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 put. Na. Ach gut, jetzt ist er nass. Wenn er nass ist, ausnutzen, 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 ausnutzen. Hab dich. Ach, Paimon dachte, Fräulein Kasari würde plötzlich hinter uns auftauchen. Genau das habe ich jetzt nicht gedacht. Nur weil sie nicht wegen der letzten oder vorletzten Schrein halt nicht aufgetaucht ist, sondern weil die mal gesagt hatte, wenn wir fertig sein oder wenn ich alles aufgeklärt haben will, soll ich erst die 5 Dinger machen und dann zu ihr nach Kona reisen. In diesem einen Dorf. Nun, wie auch immer. Dies ist die 5. und letzte Wurzel. Paimon war sich sicher, dass sie nach diesem letzten plötzlich mit einem Puff hinter uns auftauchen und uns den Schatz geben würde. Puff? Was meinst du? Nun, wie Puff? Wie soll es denn sonst sein? Wie auch immer, ich schätze, wir haben das Reinigungsritual für die heilige Sakura beendet. Locker flockig. Auf jeden Fall. Wir sind fast die gesamte Insel Narukami abgegangen und haben uns sogar auf den Grund des Meeres begeben. Paimon ist so müde. Nun, ich bin der einzige müde hier. Hä, Paimon hat dich ganz doll angefeuert, ja? Hat vorher maskierte Jungfer nicht gesagt, dass wir zu ihr zurückkehren sollen, nachdem wir alle 5 Wurzel gereinigt haben? Was habe ich vor 20 Sekunden gesagt? Genau das. Hehe, Paimon ist sich sicher, dass wir eine Belohnung bekommen werden. Yuki, lass uns die Barriere im Brunnen im Dorf Konda betreten und sie zu finden.
Palm ist bereit für diesen Schatz, solange es nicht wieder Tanuki-Futter ist. So, wir erstatten Bericht. Warte, wo war das? Hier. Hier gibt es ja noch dieses eine Rätsel. Und, okay, dieser Stein hat auch so ein komisches Ding oben drauf. Ja. Okay. Was ist mit denen hier? Ah, die Benachbarten. Ah, haben wir das jetzt richtig? Ich fühle mich gerade gemobbt. Achso, ne, hä? Wieso ist das denn wieder weg? Ach, das dreht sich mit. Moment mal, ich muss mal jetzt mal liegen. In welche Richtung müssen die gucken? Macht das einen Unterschied? Was ist das? Ah, da unten geht's weiter. Ob wir damit das Wasser hier verändern können? Immer die Benachbarten. Was macht das Ding in der Mitte? Gar nichts. Ich muss ihn in eine Ausgangsposition kriegen. Achso, ich muss sie wahrscheinlich hier vorne zeigen lassen, genau. Okay. Das stimmt schon mal. Das geht noch nicht auf. Wieso leuchtet das denn wieder auf? Wovon ist das abhängig? Jetzt ist das aus. Also, weil keins in die Richtung zeigt. Ich kann das ja nicht drehen. Ich muss versuchen, dass sie alle nach rechts zeigen. Muss ich jetzt den hier? Kurzer Check. Ja. Das stimmt schon mal, aber der hier stimmt nicht. Okay, ich muss zweimal drehen. Der passt nicht, der ist einmal zu weit. Passt immer noch nicht. Ach, komisch. Ich muss, glaube ich, mit zwei Steinen arbeiten. Wir müssen aber in die richtige Richtung zeigen. Was sie nicht tun. Moment mal. Ich muss mich erstmal für eine der beiden Ecken, eine der vier Ecken entscheiden. Weil zwei müssen immer in die gleiche Richtung zeigen. Machen wir es einmal so. Und einmal. So. Jetzt gucke ich mir das an. Oh, ich hab's doch richtig. So. Okay. Das war jetzt nur die Truhe. Ah, das Wasser ist abgesunken. Tatsächlich. Nehmen wir natürlich Lisa. Interessant. Ach, da gibt es wieder so ein Dings, was man kaputt machen kann. Ah, gibt es hier irgendetwas? Nein. Zumindest nicht, solange das Wasser hier oben ist. Ah, hier ist wieder so ein Dings. Da komme ich nicht hin, weil in der ersten Kammer war so ein Ding. Habe ich eben gesehen. Ich muss kurz ausruhen. Ich will ja nicht direkt drauf gehen. Machen wir die Ausdauer lieber komplett voll. Okay, kann ich noch nichts machen. Ich muss mich da hinten in die Ecke. Genau, hier komme ich auf diese andere Seite. Wir waren nämlich doch schon mal
da drüben gewesen, genau. Kann ich auch nicht so machen? Doch. Genau, das ist hier die andere Seite. Hier, genau, das Wasser ist auch hier gesunken. Okay, gut. Jetzt können wir dieses komische Rätsel hinten wieder versuchen. Mal richtig blöd naheliegend. So. Ja, okay. Ah, nein, nein, nein. Oh. Ich wollte nicht runterfallen. Wahrscheinlich, wenn ich dieses Rätsel löse. Ah, gut. Wenn ich dieses Rätsel löse. So. Ja. Ach, dann macht ihr das zweite. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Der aber auch. Okay, ich glaube, wir haben es. So. Ja, das Wasser ist aber ziemlich schnell runtergefallen. Ah, da ist sogar ein Roboter. Oder, ja, Roboter ist es ja nicht, eher Maschine. Ich will nicht unbedingt kämpfen müssen, aber gut. Oh, ja. Okay. Ja, hier ist wieder so ein Ding. So, Ningguang. Willst du nicht? Ich wollte gerade sagen. War eine blöde Frage. Ist hier irgendetwas versteckt? Hm. Keine Falle, zumindest jetzt noch nicht. Schnell, 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 schnell. Wir waren ja hier durch dieses komische Tor durch. Deine Elektrogranstufen reicht nicht aus, um diese Donnerbarriere zu durchdringen. Okay. Gut, dann müsste ich noch mal das hier machen. Oder muss ich den fighten? Ich gehe mal hier weiter durch. Ach, genau, jetzt sind wir hier unten. Das Wasser ist ja komplett weg. Ah, hier geht's weiter. Interessant, auf jeden Fall. Das sieht aus wie ein Kampf gleich. Auch genau diese wieder. Oh, aber ist ja wenigstens nass. Aber er hat die Puppe nicht erfasst. Urine for a little shock. Ja, ein bisschen Flächenschaden. Ulti wäre jetzt richtig nice, aber gut. Ah, der schiebt mich weg mit seinem Tentakel-Ding. Was ist das denn für einer? Na komm schon. Solange ihr nass seid. Er macht die Ulti ready. Kommt hier hin, kommt hier hin. Bisschen. Come a little closer. Zack. Jetzt die Ulti. Let's spark things up a little. Ja, das war echt mittlerweile ein Overkill, weil ich habe drei Viertel des Lebens schon weggehauen. Aber gut. Na, komm schon. Ja, ich dachte schon. Der hätte einen Hit mehr gebraucht, gefühlt. So. Nee, es sind mehr von diesen Viechern. Ich warte mal ganz kurz. Vielleicht kommt der hier mal nach oben so ein bisschen. Muss ich den von hinten attackieren? Hauptsache. Ah! Ich sehe es jetzt auf der Karte. Das ist tatsächlich eine unterirdische Höhle. Das ist nicht etwas, was wir, wo wir das Wasser direkt absenken müssen, sondern eben indirekt. Na komm schon. Soll nur näher kommen. Ja gut, wenn es so ist, dann ist es halt so. Dann muss ich doch ein bisschen
Nahkampf. Den müssen wegschleudern. Na, komm schon. Okay, ja. Nehmen wir den anderen. Der hat gerade kein Schild drauf. Und dann, wenn wir auf einen fokussieren, ist es auch eh besser. Zack. Ah, ich dachte, ich mal mehr Schaden mit Chaos Attacke. So. Ah, hier ein bisschen dieses Kristallding. So. Zack, 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 zack. Ember ist vorpass noch nicht fertig. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Supraleiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist Noel da deutlich besser. Weil das wirkt für mich fast wie Geo. So. Oh. Machen wir Kaya. Ja, 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 ja. Und dann die Ulti, damit ich beide hitten kann. So, der nächste. Zack. Solange Supraleiter drauf haut. Das ist jetzt auch zu Ende. Die Ulti einfach mal als kleines Overkill dafür, damit es ein bisschen schneller geht. Na, komm schon. Viel hast du nicht mehr. Zack. Ah, ich dachte, das reicht schon aus. Eine E-Attacke von Kaya. So. Aber wir haben es relativ gut durchgestanden. Kaum Leben verloren, beziehungsweise heilen und alles. Was ist das da hinten? Neben der Truhe? Ah, so ein Samurai, glaube ich. Es ist schon nice, wie groß das ist. Ah, gegen den müssen wir ja nicht unbedingt fighten. Auch wenn die Truhe... die Truhe ist aber legendär. Ah, das wäre dann vielleicht doch sinnvoll. Wisst ihr was? Wir machen das. Einfach nur wegen der Truhe. Ja. You're in for a little shock. Blitz. Hat die Puppe noch nicht fokussiert? Oh, das enttäuscht mich gerade ein bisschen. Ah, gegen die müssen wir auch mal alle kämpfen. Gibt es bestimmt auch ein Achievement her, wenn er so einen Namen hat und so weiter, dann... Und so? Von hinten geht das natürlich. Zack. Definitiv fließt das Element hier. Alles hier Elektrizität, wo ich mir denke, okay, vielleicht könnte Fliesert eher ein Nachteil werden. Wenn alle elektrisch immun sind oder so. Aber hier gibt es halt wegen den ganzen Inselstrukturen und Ruinen und so weiter einfach so viele Möglichkeiten. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Die Möglichkeit halt in Vorteil zu sein. Wie jetzt Wasser und Elektrizität. Aber gut. Aha. Geht das so von hinten mit dieser Attacke? Ja. Aber war ein bisschen too late. Na komm näher. Dieser kann auch noch ein bisschen. Ich kann jetzt mit Kaya vielleicht, aber ich habe schon zwei Elemente drauf. Dann lieber Wasser und Elektrizität gerade. Na komm, hier näher. Ah, ja. Okay, wenn er so durchweicht, wird er von Ulti nicht getroffen. Gut zu wissen. Und jetzt muss ich wieder von hinten. Er muss die Puppe anvisieren. Genau, so wie jetzt. Jetzt kann ich von hinten Elektrizität. Ja, komm schon, die Elektrokraft auf ihn einwenden. So. Wertvolle Truhe, das war der Name, nicht legendäre Truhe. Gut. Könnte man theoretisch kochen, nur gut haben wir. Ach ja, und Erkundungsbelohnung müssen wir auch noch machen. Ach ja, genau. Was ist das denn für ein... Immerwährende Vorrichtung. Ach so, das ist auch dieser Boss und so weiter. Wobei, wir brauchen diese Blume hier, glaube ich. Genau, das ist das, was ich gesagt hatte in dieser oder letzten Episode. Dass wir halt auch diese Materialien brauchen. Diese Blumen und so weiter, um stärker zu werden. Und natürlich halt diese Splittern und so weiter. Nur da kommen wir halt nicht sofort dran. Die können wir jetzt theoretisch erst kriegen. Und so weiter und so weiter. Und deswegen... Mal gucken.
Ich würde aber gerne mal hier oben noch mal gucken, weil da oben sieht es so aus, als könnten wir hin. Interessant. Ach, da ist auch tatsächlich was. Gibt es da wieder so eine komische. Ja, tatsächlich so eine Statue. Bestimmt geht diese Wand hier weg oder so, oder? Nein. Okay, die Linse. Großer Bruder Michiara, mach dir keine Sorgen, Mutter wird zu uns zurückkehren. Ich weiß, sie wird zurückkommen. Immerhin ist sie. Wenn wir das wüssten. Okay, hat sich leider nichts geöffnet. Oder was verändert, zumindest visuell. Okay, machen wir jetzt hinten die Schatztruhe da. Oder, naja, Schatztruhe ist diesen Knopf führen. Das Problem ist, vielleicht können wir das halt nur machen, wenn wir gegen den einen gekämpft haben hier. Den kämpfen möchte ich hier erstmal nicht. Weil der ist schon nervig genug und wir müssen das sowieso noch dreimal machen. Um beide nochmal zu kriegen. Ach, hier geht's runter. Ah, da komme ich in die Arena rein, richtig? Darauf habe ich jetzt echt gerade keine Lust. Das werden wir noch machen, auf jeden Fall. Aber wir müssen auf jeden Fall unsere Charaktere leveln. Das heißt. Ach, das ist dieser Rätsel. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. So eine Art Rätsel. Easy. Gibt's noch sowas? Das finde ich echt cool. Also wie gesagt, man sieht es auf der Karte, dass das halt unter dem Meer ist und so weiter. Aber dass die Höhle so tief reingeht. Nachher gibt es hier, also rein hypothetisch, man sieht ja so ein bisschen den Schatten halt. Nachher geht die Insel irgendwie bis hier hinten oder vielleicht noch weiter und dann hat man richtig eine große Region und so weiter. Was ich zwar bezweifle, aber richtig geil fände. So, 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 so. Als Informatiker sollte das ja eigentlich auch keine Herausforderung darstellen, sondern Muster zu erkennen. Yes! Jetzt können wir uns auch dahin teleportieren. Links sehe ich so wieder so eine leuchtende Statue. So, zack. Schön catchen alles. Y. Wenn man bedenkt, dass der Meister ja ein Herrenhaus hatte, nehme ich an, wir hätten Herren. Natürlich. Pfui, Teufel, dieser Ort stinkt nach Fuchs. Bäh. Ha, es scheint, dass die Zeigun auch hier vorbeigekommen ist. Ich kann halt leider nicht so schnell lesen. Das heißt, ihr könnt ja wenigstens auf das Video auf Pause drücken. Ich halt schlecht beim Aufzeichnen. Könnt ihr es nochmal in Ruhe durchlesen. Unter 1000-seitige Schriftrolle. Anemo fehlt sogar. Es ist Truppenstufe 57 empfohlen. Wir haben aber nicht alles auf 57 noch. Okay, lass mich aber diese Höhle mal irgendwie ordnungsgemäß verlassen. Wenn es überhaupt geht. Na, ich dachte, weil das leuchtet da so. Ne. Dann würde ich mich aber dann. Wir müssen eh hier hin. Ich werde mich mal kurz hierhin teleportieren. Uns nochmal alle Charaktere heilen lassen. Zack, ist zwar nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Dann würde ich noch schnell das hier machen. Unsere Erkundungsbildung abholen, weil wir haben verschiedene Materialien jetzt farmen wollen. Deswegen sind die auch unterschiedlich Erkundungsdauer lang.
So. Ad Astra Abyssos. Ja. Das hier. Genau. Und ich möchte sie halt möglichst zeitnah haben. Da war aber noch eins, oder? Genau. Seht ihr, wir haben ja auf 12 Stunden eingestellt, die ist sogar auf 20. Ja, so. Reisen wir jetzt bei Jakobfeld. Jetzt lass mich mal überlegen. Wir müssen runter, glaube ich. Aber hier gab es einen Eingang. Ich meine, ja genau, da war so ein Eingang, den wir geöffnet hatten, auch nachdem wir ganz unten sind. Das müsste sogar der schnellste Weg sein. Oder wir gehen einfach hier so rein. Können das ja nochmal neu erkunden. Falls hier irgendwo eine Statue ist, die leuchtet. Wir haben ja diese Linse dann schon mal. Genau, da hatte ich mich ein bisschen aufgehangen, weil ich es echt nicht gecheckt hatte. So und so. Bisschen Weizen und so weiter. Alter, ihr wart das. Ah, da, die Statue, die leuchtet. Einfach mal ausnutzen. Okay. Das sind einfach wieder die Stimmen. Superleiter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt einfach draufschlagen. Wieder auf die andere Seite untersuchen. Kann man auch währenddessen machen. Schön, dass ihr Elektroelement seid. Okay. Wobei, das leuchtet immer noch. Haben wir das abgebrochen wegen dem Kampf? Tatsächlich, okay. Wusste ich gar nicht, dass es das auch geht. Werde dich nicht enttäuschen, sehr gut, der Konda-Clan wird den Schlüssel her. Achso, nee, das ist nur ein Satz. Ja, okay, nee, dann. Achso. Hier komme ich durch. Okay. Das Ding war hier irgendwo oben gewesen. Das müsste hier doch gewesen sein, oder? Oder? Ah, jetzt wieder runtergefallen. Was ist dieses komische Baum? Wenn ich jetzt da wieder hängen bleibe, dann ist es ja schon fast peinlich. Da oben ist dieses Bäumchen. Zack. Zack. So, aber wie es weitergeht, werdet ihr erst in der nächsten Episode erfahren. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, weil so könnt ihr mich am besten und am aktivsten unterstützen. Ihr müsst meinen Kanal nicht immer heraussuchen, das heißt, ihr verpasst auch keine weiteren Episoden mehr. Ihr könnt direkt das Glockensymbol mit anklicken, denn dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, denn ich streame auf YouTube und nicht auf Twitch. Ansonsten werden Streams immer zeitnah auf meine Social Media Kanäle angekündigt, die ihr ebenfalls in der Videobeschreibung findet. Dort poste ich auch zwischendurch auch kurz Clips aus anderen Spielen, um so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!